Bei so viel Negativem endlich einmal eine Erfolgsgeschichte. Eine Erfolgsgeschichte, die in Toggenburg beginnt und in Moskau ihren glanzvollen Abschluss findet. Ende Monat eröffnet Russlands Ministerpräsident Wladimir Putin das weltberühmte Bolschoi-Theater und steht dabei auf einer Schweizer Bühne. Tobias Bossert und Christoph Franzen. Ein Bühnenbauer aus dem Toggenburg in den Straßen Moskaus. Frank Eberhards Ziel? Eine Baustelle, die der russischen Regierung besonders am Herzen liegt. Es ist Eberhards erste Woche in Moskau. Und schon jetzt ist klar, es könnte anstrengend werden. Der eine sollte da arbeiten von mir am gleichen Ort. Und das geht halt nicht, oder? Und jeder sollte fertig werden. Und es ist Hektik und etwa ein bisschen eine Aufregung. Stolpert einer, oder? Das ist einfach, aber mit dem muss man umgehen. Also das haben wir gewusst. Dass wir sind uns gewöhnt. Mit den Teilen, die wir kommen, das sind die Letzten, die auf den Bühnenboden kommen. Das ist mir der Letzte, wie der Maler. Oder? Auf der Baustelle gilt Filmen verboten. Die Kamera muss draußen bleiben. Jedenfalls offiziell. Über 1 Milliarde Franken kostet die Renovierung des berühmten Ballett- und Opernhauses, das im 18. Jahrhundert von Zarin Katharina der Großen gegründet wurde. Unter der Bühne ist vom Glanz wenig zu spüren. Frank Eberhardt und sein fünfköpfiges Team sind im Stress. Der klemmt doch da, ich kann ihn nicht verloren. Der klemmt. Die russische Regierung hat den Eröffnungstermin mehrere Wochen vorverlegt. Das erhöht den Druck auf alle Beteiligten. Viele Räder greifen auf einer Großbaustelle ineinander. Kleinigkeiten erschweren die Arbeit. Dann muss man da noch eine Einfahrtsgenehmigung haben, in das Baugelände hinein. Und wenn der an der Wache nicht will, dann will er nicht, oder? Gut 2 Monate zuvor in Toggenburg. Von hier stammt das Herzstück des Bolschoi-Theaters. Grundlage für glanzvolle Auftritte, verborgen in einer unscheinbaren Werkhalle. Ende Juli die letzten Handgriffe. Die Schrauben halten die 40 Tonnen Stahl zusammen. Mit 20 Metern Durchmesser ist es die größte Drehbühne, die das Unternehmen je gebaut hat. 7 Wochen im Zeitraffer. Bei Vertragsabschluss hatte der Auftrag ein Volumen von 3,7 Millionen Franken. Mittlerweile ist er 1 Million weniger wert. Und da ist noch Filz dazwischen und der presst sich auch ein bisschen. Da hat er den Träger dann rein, sodass es dann wieder wird. Wir haben den Vertrag in Euro abgeschlossen, vor 3 Jahren. Der ist jetzt ziemlich oben runtergekommen. Und wir wissen auch nicht, wo er hingeht. Und das merkt man natürlich im Ergebnis. Warum haben Sie nicht abgesichert? Das war schwierig, weil wir nicht genau wissen, wann denn die Montage ist. Und das hat jetzt auch wieder gezeigt. Also, die wird laufend verschoben. Und das Projekt, solche Grossprojekte sind fast nicht im Griff zu haben, terminlich. Vor dem Verladen nimmt ein Qualitätsprüfer die Bühne ab. Er misst, ob die Schweizer exakt gearbeitet haben. Es geht um Millimeter. Ja, gut. Duri, wo ist Duri? Duri, genau 20 Meter. Durchmesser ist genau auf Null. Super. Präzision ist wichtig. Sie begründete den Ruf der Firma. Die kleinste Abweichung und die Scheibe würde nicht drehen. Als Projektleiter ist mir schon ziemlich gefordert. Also, da trillt es dann eben im Kopf und nicht auf der Scheibe. Da hat man schon ein bisschen schlaflose Nächte zwischen ihnen. Also, und jetzt aber, wo wir so weit sind, da geht es mir wieder besser. Also, da kann ich wieder ein bisschen ruhiger in die Zukunft schauen, bis es dann in Moskau noch mal läuft. Dort wird es schon noch mal ein bisschen vielleicht trüllen. Zurück im Bolschoi-Theater in Moskau. Bolschoi übersetzt bedeutet groß. Und groß ist in diesen Tagen vor allem das Durcheinander. Nein, dort müssen Sie uns nicht wegnehmen, die brauchen wir wieder. Nicht zuletzt unter der Bühne, wo die Schweizer Bühnenbauer am Werk sind. Hier unten läuft längst nicht alles rund. So sag ich.
Die Situation vor Ort stellt die Bühnenbauer auf die Probe. Elemente, die montiert werden sollten, sind irgendwo, nur nicht hier. Wir haben es gestern in der Nacht aus dem Container auf die Bühne reingeladen. Dann hätten sie eigentlich heute sollen, Achtung, und hätten sie heute sollen, runterbringen in der Nacht, Nachtschicht. Da haben wir so einen, wo haben wir da? Fackel bekommen. Ich habe einen Fehler gemacht. Diese Elemente müssen wieder nach oben. Er hat die falsche gebracht, oder jeder. Der Techniker hatte Feierabend. Dann war fertig, darum müssen wir es jetzt abholen. Ist das noch viel? Nur so. Und obschon es auf den ersten Blick nicht danach aussieht, 4 Wochen vor Eröffnung deutet vieles darauf hin, dass die russische Regierung ihr Bolschoi-Theater termingerecht einweihen kann.